Liebe Frauen und liebe Mitstreiter für die Rechte der Frauen und aller Menschen in Deutschland und weltweit. Equal Pay Day, das ist der Tag, der uns aufzeigt, wie groß der Unterschied in der Bezahlung ist zwischen Männern und Frauen. In Deutschland ist er immer noch fast 21%. Wir kommen nicht wirklich weiter und deshalb müssen wir alle handeln. Eine ungleiche Bezahlung ist eine Ungerechtigkeit, die nichts gerechtfertigt ist. Frauen haben bei gleicher Qualifikation das Recht und den Anspruch auf eine gleiche Bezahlung. Wir fordern als Gewerkschaft IG Bauen Agra Umwelt die Firmen auf, dafür zu sorgen. Wir fordern die Betriebsräte auf, für die gerechte Einkopierung zu sorgen. Und wir unterstützen die Frauen in ihrem Kampf für gleiche Bezahlung. Es geht nicht nur um die Einkopierung, sondern auch Sonderzahlungen, Prämien, die vergütet werden. Auch hier haben die Frauen bei gleicher Arbeit das gleiche Recht. Dafür müssen wir gemeinsam einstehen und sorgen. Aber wir haben auch festgestellt, dass Frauen überwiegend in Teilzeit sind. Auch dort haben sie ein viel geringeres Einkommen als ihre männlichen Kollegen, was dazu führt, dass die Frauen in ihrem Leben nicht genug Einkommen haben, um sich eine gute Rente zu sichern. Das ist ein Problem, was auch in Deutschland uns sehr beschäftigt. Und deshalb lasst uns gemeinsam dafür sorgen, die Gewerkschaften, die Betriebsräte, aber auch die Arbeitgeber unserer Verantwortung gerecht zu werden, gleiche Bezahlung für Frauen, gleiche Bezahlung für Männer und Frauen in den Betrieben, aber auch darüber hinaus Vollzeitarbeitsplätze zur Verfügung zu stellen, damit Frauen auch die Möglichkeit haben, ein höheres Einkommen und eine höhere Position vielleicht im Unternehmen auch zu erwerben. Wir, die Industriegewerkschaft Bauen Agra Umwelt, stehen dafür. Ulrike Laux, Mitglied des Bundesvorstands. Vielen Dank für die Solidarität mit Frauen.